ersten Millennium gibt es nur Krieg. Die Galaxis steht in Flammen. Und das Chaos sorgt dafür, dass es so bleibt. Die Chaosgötter. Suchen immer neue Diener, gejagt vom Imperium, den Elder und den Tau. Vier Ketzer auf dem Weg zur Apotheose. Die Diener des Wandels. Diener des Wandels, Interlude aus dem IT-Chat im Discord nach der ersten Folge. Es ist am frühen Mittag des Folgetages, als Nova hungrig durch die Wohnung streift und nach etwas zu essen sucht und einen der Kollegen fragt: Geht einer von euch zufällig runter zu Mr. Chow? Wenn ja, hätte ich gern einmal die Nummer 55, die Nummer 30 und einen Decaf. Haben wir eigentlich noch Schokolade im Haus? Ihr habt keine Schokolade, aber du hast gestern den dicken Nachbarn mit einer Tüte reinlaufen gesehen, auf der oben Leichenfett-Schokoriegel mit Algengeschmack lagen. Leichenfett-Riegel? Mit Schoko- und Algenaroma. Das ist der heißeste Scheiß. Von welcher Firma? Ach, ich frag mal unseren Nachbarn. Es sei denn, du willst einen Deal mit Eldrick Shackle eingehen, der kann bestimmt echte Schoki besorgen für die entsprechende Entlohnung. Ja, cool. Mit Eldridge wollte ich sowieso noch reden. Gehst du zu Eldridge oder zu deinem Nachbarn? Ich gehe zu Eldridge. Der sitzt gerade in der Bar. Eine der Tänzerinnen auf dem Schoß, mit der er sich gerade vergnügt. Nebendran steht ein ogrenartiger, riesiger Typ, der finster dreinschaut. Der riesige Typ wird gekonnt von mir ignoriert und ich schwinge mich auf einen der Sitze und warte, bis Eldridge mir seine Aufmerksamkeit schenkt. Eldridge schaut lächelnd zu dir rüber und sagt: Was kann ich für dich tun, Babe? Eldridge, mein Lieber, wie ich sehe, hast du wie immer alles bestens im Griff und im Blick. Ich hoffe, dass ich deine kostbare Zeit gerade nicht störe. Na, für einen Feger deines Kalibers habe ich immer Zeit. Was wünscht die Dame denn? Ich habe da eine Frage. Du bist doch ein Mann, der nahezu alles besorgen kann, richtig? Ein Mann, der Unmögliches möglich macht, für den kein Hindernis eine Herausforderung darstellt. Ich sehe, dein wohlwollendes Nicken bestätigt diese Tatsachen. Das ist eine wirklich gute Umschreibung meiner Fähigkeiten. Aber was genau möchtest du denn? Währenddessen im Unterschlupf von Nova, Cornelius und Samuel. Sam steht mit einer Tüte im Unterschlupf. Wo ist denn Nova schon wieder hin? Wollte sie nicht die 55, die 30 und einen Dekaf? Ach, was soll's. Essen fassen. Du liebes Lieschen, hast recht. Ich dachte, sie geht nur kurz eine rauchen. Aber ich habe mein ganzes Trainingsprogramm einmal durch und sie ist nicht wieder da. Ich glaube, sie murmelte etwas von Schokolade. Was auch immer das ist. Danke fürs Essen. Komm, wir essen, solange es noch warm ist. Und dann funk mal bitte Alex an. Der hat auch den Peilsender in ihre Klamotten gepackt, damit wir wissen, wo sie immer ist. Hey Alexander, kannst du mal bitte nach dem Peilsender gucken? Wo steckt denn Nova? Während Nova zu Hause gesucht wird, gehen die Verhandlungen in der Bar von Eldridge weiter. Möchten klingt immer so besitzergreifend. Ich hatte gehofft, dass du mir bei der Befriedigung meiner tiefsten, geheimsten, sinnlichsten Wünsche helfen könntest. Ich bin mir sicher, dass du als einer der wenigen nachempfinden kannst, wenn in einem ein tiefes Feuer des Verlangens lodert, welches nicht einmal so fix gelöscht werden kann. Ein Verlangen so alt und mächtig wie die Menschheit selbst. Und ich weiß, dass ein Mann deines Kalibers meine Wünsche zu 100% erfüllen und mein Verlangen stillen kann. Eldridge schiebt die Stripperin unsanft von seinem Schoß, lächelt Nova an und sagt:
Aber natürlich, so, deine sinnlichsten Wünsche und ob ich da helfen kann. Ich wusste, dass du der Richtige bist. Wie viel würde mich denn diese Erfüllung kosten? Kosten? Du würdest mich dafür bezahlen? Jetzt wird's interessant. Dass du nicht umsonst deinem Handwerk nachgehst, versteht sich doch von selbst. Schon allein der Aufwand, die Zeit. Wir sind beide geschäftlich tätig. Alles hat seinen Preis. Er schaut etwas grübelnd rein und sucht nach dem Haken. Na, wir können uns ja mit einer Flasche Amazekt zurückziehen und du sagst mir, was genau du willst. Dann sage ich dir meinen Preis. Wenn ich auf meine Kosten komme, könnte es sogar sein, dass ich dir was zahle. Ich beuge mich etwas vor, werfe die Augen wie ein scheues Reh herunter, lasse die Wimpern klirren und beiße mir auf die Lippen, dass diese stärker durchblutet werden. Eldritch, auch wenn es nicht den Anschein erweckt, aber ich bin unglaublich schüchtern. Die von dir angebotene Zweisamkeit klingt nahezu verlockend, aber würde mich nahezu an den Rand der panischen Nervosität bringen. Lass uns hier über deinen Auftrag reden. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Du magst also Aufmerksamkeit und zuschauen? Welche Frau schätzt keine Aufmerksamkeit? Aber vielleicht ist die Aufgabe eine Nummer zu groß für dich. Babe, ich kann dir mit Sicherheit alle Wünsche erfüllen. Er lächelt verschmitzt. Ich bin nicht zu 100% davon überzeugt, dass du meine Anforderungen auch tatsächlich erfüllen kannst. Vielleicht sollten wir mit etwas Einfacherem anfangen. Nur damit ich weiß, ob du tatsächlich ein Mann der gesagten Worte bist. Wir wissen schließlich beide, dass mehr Rauch und Schall in den Straßen umhergeht, was die Qualität eines Mannes in Bezug auf die Zurverfügungstellung gewisser Dienstleistungen angeht. Ach, Eldritch, für einen Moment hegte ich die Hoffnung, dass du mir tatsächlich alle Wünsche erfüllen könntest. Und ich lehne mich schmollend zurück und blicke traurig auf die Tischplatte. Na komm schon, Babe. Du wirst in der ganzen Makropole keinen männlicheren Mann finden, als ich es bin. Ich werde dir jeden Wunsch erfüllen. Mit mir könnte nicht mal die fucking Astartes mithalten. Er lehnt sich zurück und entblößt seine goldkettenbehangene muskulöse Brust. Währenddessen bei Samuel und Cornelius. Ich stelle Novas Essen mal auf das Heizrohr. Dann bleibt das wenigstens ein bisschen warm. Weißt du, was Schokolade ist? Ja, habe ich schon mal gehört. Ich glaube, das ist so eine braune, wabbelige Masse aus Leichenfett. Soll aber süß sein und kommt bei denen ganz oben als Dessert auf den Tisch. Wie süß. Meinst du wie bei Leichen, die schon leicht faulen? Das ist süßlich, hat man mir erzählt. Und daraus dann Leichenfettriegel herstellen? Kann was dran sein. Ja, aber das wird dann neu verflüssigt und in eine Form gegossen. Also ich fasse zusammen. Sie mag keine normalen LFR. Moment, ich korrigiere. Sie hasst die Dinge. Aber die anders gegossen mit fauligem Fleisch, sind in Ordnung. Und obendrein zieht sie dafür alleine los in dieser Makropole. Und sagt keine von uns Bescheid. Die ist schon was ganz Besonderes, unsere Nova. Sag mal, Alex hat sich noch nicht bei dir gemeldet. Nein, noch nichts von Alex gehört. Ach, wer weiß, was der schon wieder treibt. Oder wer gerade sein Opfer ist. Naja. Nova hat eben ihren eigenen Kopf. Verstehen muss man das nicht, aber sie wird uns schon Bescheid geben, wenn es kritisch wird. Wir sollten ihn auch mal einbläuen, zumindest zu sagen, wo sie hingeht. Samuel, mein Nacken kribbelt ganz doll. Ich habe das Gefühl, wir wurden gerade in diese Schokoladensache mit reingezogen. Meinst du? Naja, bei mir kribbelt noch nichts, aber vorstellen könnte ich es mir. Zur gleichen Zeit läuft die Verhandlung von Nova mit Eldritch Shackle weiter. Zugegeben, deine imposante Männlichkeit blendet mich in der Tat. Ich schaue nachdenklich an die Decke, um von den Goldketten nicht geblendet zu werden. Um mich tatsächlich zu überzeugen, möchte ich aber einen kleinen Beweis deines Talents.
Wenn du mir 5 Tafeln erlesenste qualitativ hochwertige Schokolade besorgen kannst, werde ich meine Schüchternheit bestimmt überwinden. Sonst dürfte ja für einen Mann wie dich mit Sicherheit kein Problem darstellen. Eldrick Shackle zieht seine Augenbrauen zusammen und bläst die Backen auf. Du sprichst von echter Schokolade? Das ist ein kostspieliger Spaß. Dafür muss Gary hier, er zeigt auf den Bodyguard neben sich, lange Strecken. Er lächelt. Aber für dich bekomme ich das hin. Süß oder zartbitter? Zartbitter. Und du würdest das tatsächlich schaffen? Oh, Eldridge! Solltest du diese Aufgabe tatsächlich erfolgreich erledigen, wird dir mein Dank gewiss sein. Er schaut etwas ernster. In Ordnung. Morgen Abend hab ich sie. Du bekommst sie in der Lounge. Er zeigt auf den Vorhang hinter dem Teil der Bar. Zum einen möchte ich, dass du dich dafür richtig rausputzt. Und jetzt will ich einen kleinen Vorgeschmack. Er zwinkert dir zu. Oh, gleich morgen schon? Das geht aber schnell. Hast du etwa ein Schokoladendepot hier auf diesem Planeten? Eldridge, du strahlendes Sinnbild der Männlichkeit. Um dich zu bezahlen, musst du dich nicht extra herausputzen. Außerdem ist der Auftrag erst erfüllt, wenn die Qualität meinem Gusto entspricht. Du kennst das ja. Ist die Ware mangelhaft, macht sie keine Freuden. Ich schaue dabei zu der Tänzerin rüber. Eldridge grinst. Nein. Ich habe kein Depot, aber sehr gute Kontakte zum Imperial Light. Du sollst dich herausputzen. Dein Wunsch wird mich einige tausend Throne und einige Gefälligkeiten kosten. Vielleicht kann dein Artistenkumpel da einiges von gut machen. Na, wie sieht es jetzt mit einer Kostprobe aus? Imperial Light? Die horten hier tatsächlich Schokolade? Wo beim Imperator haben die sich bislang versteckt? Sachen gibt's. Diese Makropole überrascht mich immer wieder aufs Neueste. Eldridge sieht Nova erwartungsvoll an. Eldridge, ich bin dennoch überrascht von dir. Ich ahnte ja nicht, dass du eine Vorliebe für gut aussehende jüngere Artisten hast. Bevor ich aber einen meiner Jungs dir überlasse, muss ich das mit ihm erst abklären. Ich wusste tatsächlich nicht, dass deine feurigen Blicke immer nur Corneus galten. Ich nicht, aber die wohlhabende Dame, mit welcher er sich vor einigen Tagen hier vergnügt hat. Die Duvernier hat sich bei dir gemeldet? Nein, hat sie nicht. Aber das ist eine gute Verhandlungsposition. Er zwinkert dir zu. Oh, Eldridge, du weißt doch, dass ich ein kleines, unerfahrenes Ding, eine arme Slumbelt bin. Was von solchen Dingen oder dem Standort der Lagerhalle der Imperial Lights absolut keine Ahnung hat. Und dabei dürste ich doch nach Aufklärung. Ein Jammer, dass ich solche Wissenslücken vorzuweisen habe. Mit Sicherheit wird die Schokolade in keinem Lagerhaus liegen, sondern in einem privaten Tresor der Familie Kreen. Kreen? Muss man die kennen? Er schaut etwas verblüfft und skeptisch in Novas Richtung. Och, das ist nur die reichste und berühmteste Handelsfamilie des ganzen Imperiums. Ansonsten muss man sie aber nicht kennen. Ich versuche gelangweilt an die Decke zu schauen, um auch meinen panischen Blick vor Eldridge zu verstecken. Reich und berühmt? Und dann steigen die hier auf dieser Müllhalde ab? Die besser Privilegierten dieses Imperiums haben einen absonderlichen Geschmack. Und mir war der Name bislang kein Begriff. Ich bin ja auch noch recht unerfahren und glaubte bislang, dass du der reichste, mächtigste und berühmteste Mann im Imperium seist. Eldridge schnauft. Das ist eine Prestigefrage für das Haus Kreen. Sie sind auf jedem Planeten vertreten, auf dem es irgendeine Form von Gewinn zu machen gibt. Und wenn du wirklich glaubtest,
ich sei der reichste und mächtigste Mann im Imperium, dann bist du wesentlich weniger schlau, als ich dachte. Dumme Frauen sind unsexy. Die kann ich hier zuhauf haben. Er zeigt auf eine der Striptease-Tänzerinnen. Vielleicht kommst du wieder, wenn du weißt, wie man um solche wertvollen Güter verhandelt, sagt er mit gelangweilter Stimme. Mir ist nicht jede wohlhabende Familie im Imperium bekannt. Dafür kenne ich mich in diesen Kreisen zu wenig aus. Aber eventuell hast du recht und ich bin etwas dümmlich. Wenn ich davon ausging, dass du einer der ganz Großen seist. Schade, Elridge. Wirklich, wirklich schade. Anscheinend bin ich, was deine Größe anbelangt, einem Trugschluss unterlaufen. Vorsicht, junge Dame. Meine Geduld hat Grenzen. Du und deine Crew seid wertvoll für mich, aber nicht unersetzlich. Ich pflege es, ernsthafte Geschäfte zu machen, nicht Püppchen, die Langeweile aus dem Tag zu tilgen. Ich sag dir, wie der Deal läuft. Ich bekomme deinen Hintern für eine Nacht und du bekommst Schokolade. Wenn du noch einmal meine Kompetenz in Frage stellst, wird sich Gary hier um dich kümmern. Eldritch zeigt auf seinen hünenhaften Bodyguard, der ein Grunzen von sich gibt. Klar soweit? Verstehe. Als ob ich deine Kompetenzen jemals in Frage stellen würde. Ich stehe auf, gehe um den Tisch, beuge mich zu Eldritch hinunter und flüstere ihm leise ins Ohr. Ich habe von dir nur mehr erwartet. Gebe ihm einen Abschiedskuss auf die Wange und gehe langsam Richtung Ausgang. Du spürst beim Herausgehen, wie sich seine Blicke in deinen Rücken bzw. dein Hinterteil bohren. Ich drehe mich nochmal kokett um und zwinker ihm zu. Du siehst, wie er dein Zwinkern mit einem lüsternen Blick erwidert. Danach steht er auf, greift eine der Tänzerinnen grob am Handgelenk und verschwindet mit ihr im Hinterzimmer. Sobald ich draußen bin, steuere ich eine Nebengasse an und muss ein Zittern unterdrücken. Die Informationen, dass die Krim hier auf Chancellor's Vale sind, haben mich extremst aus dem Gleichgewicht gebracht und ich versuche gerade, die Fassung zu bewahren. Nachdem ich einige Minuten Zeit hatte, meine Gedanken und meine körperliche Reaktion wieder unter Kontrolle zu bringen, hoffe ich, dass Eldritch meine Nervosität nicht bemerkt hat und gehe zurück in Richtung unserer Wohnung. Später am Tag in der Wohnung von Nova. Alexander ist auch gerade zu Besuch. Ich bitte Alex darum, den Peilsender auszuschalten. Alex, deaktiviere mich! Okay. Nicht so! Du wolltest deaktiviert werden. Soll dein Gesicht intakt bleiben für die Nachwelt? Aber doch nicht so! Alex, wir müssen noch an deiner Kommunikation arbeiten. Wir könnten ihren toten Körper an Eldritch verkaufen. Ihr meintet ja, der steht auf sie. Wo genau liegen deine Cortex-Bomben noch einmal herum? Nein, Alexander, heute nicht. Schade. Die liegen überall in der Makropole verteilt, in Einzelteilen, weil ich sie erst noch bauen muss. Verdammt! Alexander, was magst du gar nicht? Also, essenstechnisch. Ich esse alles. Bin in Slums aufgewachsen, die schlimmer sind als Chancellor's Vale. Cornelius, Sam, läuft euch eigentlich auch immer ein kalter Schauer über den Rücken, wenn Alex da ist? Oder stehe ich in diesen Augenblicken immer in der Zugluft? Naja, zumindest sollte man ihm nicht ganz blind vertrauen. Er wirkt schon irgendwie unheimlich. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie unheimlich ist Alex, kritzt er mit einer 14. Na, eher so eine 7. Immerhin redet er mit uns. Das hat Xi Ying Yang Wai auch gemacht. Und von ihm geht eine deutlich geringere Unheimlichkeit aus, als wie von unserem Heretiker. Also halten wir fest. Wenn das mit Eldritch nicht klappt, brechen wir in den Tresor ein. Wie gemein ihr doch seid. Alexander ist überhaupt nicht unheimlich. Er hat einen guten Geschmack, kann gut basteln. Seine Grundteile sind so schön shiny. Deinen leblosen Körper möchte er ja auch nicht einem lüsternen Ganoven überlassen. Das bestreitet ja auch niemand. Cornelius, ich glaube, du hast den engsten Draht zu ihm. Vielleicht solltest du ihm ein bisschen Menschlichkeit näher bringen. Und am Ende ist Alex der menschlichste von uns allen. Haben wir Alex eigentlich auch mit einem Peilsender ausgestattet? Falls ja, möchte ich gern immer einen leichten elektrischen Schlag bekommen, wenn er in der Nähe ist. Die Betonung liegt auf leicht und nicht auf alexandrisch, sich schreiend vor Schmerz auf den Boden windend. Währenddessen steht Alexander bereits vor der Tür der Wohnung der Dreien. Als sie rausgehen, bemerken sie, dass er bereits dort steht.
Das ist beängstigend. Noch gruseliger wird es allerdings, wenn er dann sagt, Hallo, ich möchte mit Ihnen über den Imperator sprechen. Und dabei spielt er mit seinen Waffen. Nein. Wir lassen einfach immer unseren Sonnenschein Cornelius als erstes durch die Tür gehen. Viel gruseliger wäre es, wenn man morgens aufwacht und Alexander steht schon neben dem Bett. Das würde ich dem auch noch zutrauen. Alex bekommt niemals einen Schlüssel. Vielleicht sollten wir Cornelius mal eine Woche bei Alex einquartieren? Er hat doch schon einen. Wir waren zu faul, die Tür aufzumachen. Memo an mich selbst. Immer mit einer Waffe unterm Kissen schlafen. Ich für meinen Teil habe nach der Leichenverschachern-Sache beschlossen, niemals mit ihm allein in einem Raum zu sein. Ach wo, ich glaube, das meint er nicht so. Bestimmt. Nach kurzer Überlegung wurde Nova bewusst, dass Alex Mechaniker war und mit Sicherheit auch Schlösser knacken konnte. Kurzum fragte sie Alexander. Das heißt, du könntest auch Tresortüren knacken? Was für ein Tresor? Wo steht er? Auf dem Gelände der Krien. Vermutlich gut gesichert. Nahezu eine Herausforderung. Wobei, vielleicht ist der Tresor auch eine zu große Herausforderung für dich und dein Werkzeug. An Alexanders Blick konnte Nova ablesen, dass er dies nicht kostenlos tun würde. Stirnrunzelnd fragte sie ihn. Wie viel verlangst du? 1000 Throne plus Spesen. Spesen? Alex, wir sind doch Freunde. Spesen unter Freunden? Munition, Verschleiß, Gliedmaßenverlust. Letzteres würde dir doch niemals passieren. Ausgrenzen ist eine Nummer größer als ein dahergelaufenes Lambos. Alex, der Gliedmaßenverlust deiner Opfer zählt doch nicht. Haus Green lässt aber dein Talent in einem völlig neuen Licht strahlen. Denk doch nur mal. Jeder wird erzittern, wenn er an den Heretiker denkt, der dieses Handelshaus erfolgreich ausgeplündert hat. Und wie Sam sagte, zählen Gliedmaßenverluste der Opfer allerhöchstens als Spesen. Ich schaue mal ganz tief in die Augen von Alex und ziehe einen Schmollmund. Kann ich dein Schweigen als Zustimmung interpretieren? Sehr gut. Ihr habt Alex noch nie ohne Gasmaske gesehen. Du siehst dein Spiegelbild in seinen Linsen, als er sagt. 1000 Throne. Du bekommst 500 Throne. Plus Spesen. 500 Throne plus 150 für die Spesen. Und jede Menge Spaß. 500 Throne im Voraus. 500 bei Erfolg. Plus 150 für Spesen. 500 für den Erfolg und das Versprechen, dass wir Cornelius keine Woche bei dir einquartieren. So wie du bettelst, scheinst du mich zu brauchen. 1000 plus Spesen oder du stürmst Festung Krin ohne Türöffner. Und es gibt nichts anderes, was du dir mehr wünschst als Geld? Vernünftige Bionics. Wie schwer sind sie zu bekommen? Betonung, vernünftig, kein Schrott. Sam, Bionics? Vermutlich ziemlich schwer. Vielleicht hatte Alex bislang auch einfach die falschen Geschäftspartner. Mein letztes Angebot. 505 plus 150 Spesen und du gibst uns unseren Schlüssel wieder zurück. Mein letztes Angebot. 1000 plus 150 Spesen und ich deaktiviere eure Alarmanlage nicht. Lass es dir durch den Kopf gehen. Das wagst du nicht. Das gurgelnde Geräusch von Alexanders Atem unter seiner Gasmaske verhallt langsam im Gang. Sam guckt Alexander hinterher. Hast du es übertrieben, Nova? Wie kann er bitte unsere Alarmanlage lahmlegen? Naja, er hat sie gebaut. Aber die kriegen wir schon wieder flott. Okay. Alex! 1000 Throne plus Spesen. Alexander kommt langsam über den Gang zurück. Handschlag darauf. Habe ich da 1000 Throne plus Spesen gehört? Hast du. Sagt Nova zu Alexander und hält ihm die Hand hin. Sam lehnt sich zu Nova rüber. Nova, woher hast du 1000 Throne? Bezahlung erst nach erfolgreichem Auftrag und der Garantie, dass wir alle lebend zurückkommen. 500 im Voraus, 500 plus Spesen bei Erfolg. 250 im Voraus. Den Rest gibt es, wenn wir den Inhalt des Tresors verkauft haben. Und glaub mir, da sind deine restlichen 850 Peanuts. 250 im Voraus, 750 plus Spesen plus ein Anteil am Tresorinhalt bzw. am Verkauf. Lass mich einen Moment nachdenken, bevor ich Nein sage. Du wolltest nur 1000. Ein Nachverhandeln ist leider nicht mehr möglich. Dann fang schon mal an, für meine 500 Throne an Zahlung zu sparen. Sam, wie viel liegt noch mal im Tresor? 850? Ja, so ungefähr. Okay, Alex,
Ich gebe dir 350 vor dem Auftrag und die Gewissheit, dass ich deine Hütte nicht in Brand setzen werde. Eine Trapezstunde mit Cornelius und einen Tag mit Sam. Sam guckt etwas entgeistert Nova an. Hey, Moment. Wieso tauchen Cornelius und ich plötzlich unter Spesen auf? Wo ist Cornelius eigentlich? Bei Mr. Chow, glaube ich. Ihr seid keine Spesen, Sam. Ihr seid Auslagen. Das ist jetzt nicht wirklich viel besser. Du gibst mir 500 vor dem Auftrag, 650 bei Erfolg. Und wenn du noch einen Anteil am Tresorinhalt drauflegst, gebe ich dir die Gewissheit, dass diese Etage hier noch auf längere Sicht bewohnbar bleibt. Alex, nenn mir einen Grund, warum ich dich beim Wort nehmen sollte. Bin Profi, halte mich an Absprachen. Sam, wie um alles in der Welt haben wir Alex überhaupt kennengelernt? Und hatte er damals seine Kennenlernpreiswoche? Cornelius hat doch Alex angeschleppt und meinte, er wäre der beste Bastler weit und breit. Bislang kann ich nichts dagegen sagen. Okay, Alex, ich gebe dir 350 im Voraus, 1300 im Anschluss, Sam für eine Woche unbeschädigt zurück und diesen Coupon für einmal Mittagstisch bei Mr. Chow. Wie lang ist der Coupon gültig? 3 Jahre. Hey, du sollst mich doch nicht an Alex verschachern. Obwohl, vielleicht könnte er mir ein paar Sachen beibringen. Beinhaltet er alkoholische Getränke? Die zahle ich aus eigener Tasche. Und sehr schöne Einstellung, Sam. Nebenbei, kannst du es ja ein bisschen wohnlicher bei Alex aussehen lassen. Also wenn ich eins über Techniker weiß, dann vergreif dich nie an ihrer Werkstatt. Also du bietest mir 350 im Voraus, 1300 im Anschluss, Sam für eine Woche, bringe ihn zurück. Und diesen Coupon für einmal Mittagstisch bei Mr. Chow. Und Alkoholiker aus deiner Tasche bezahlt. Alkoholiker nur im Wert von 50 Drohne. Wobei, trink so viel du willst. Sam, wenn er betrunken ist, schauen wir, wer sich unter der Maske befindet. Perfekt, Alex. Ich gebe dir dann Bescheid, wenn der Auftrag losgeht. Vermutlich in gut 33 Monaten. Sagen wir 400 im Voraus, 1300 im Anschluss. Sam für eine Woche, bring ihn zurück. Und diesen Coupon für einmal Mittagstisch bei Mr. Chow und Alkoholiker im Wert von 50 Drohnen. Nein, du sollst schon auf deine Kosten nach getaner Arbeit kommen. Deal? Nova hält Alexander ihre Hand hin. 400 im Voraus, 1300 im Anschluss. Sam für eine Woche, bringe ihn zurück. Und diesen Coupon für einmal Mittagstisch bei Mr. Chow und beliebig viele Alkoholiker auf deine Kosten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich unter die Maske gucken will. Korrekt. Eins noch. Sam wird in einem Stück und vollständig zurückgegeben. Sprich, mit allen Teilen, die ihm von Natur aus gegeben und sein eigen sind. Warum fühle ich mich gerade wie eine Laborratte? Er bekommt nichts an- oder abmontiert. Alexander legt überlegend den Kopf schräg. Alternativ kann ich dir auch anbieten, dass ich eine Woche dir in deiner Werkstatt zur Hand gehe. Aber ich befürchte, das halten deine Nerven nicht aus. In einem Stück zurückgeben ist okay. Würde ich bei dir nicht garantieren. Oh, du bist so drollig. Ich meine auch mit einem Stück, dass du seine fleischliche Hülle nicht zu einem Klumpen presst und mir dann ein Fleischstück zurückschickst. So wie er jetzt vor dir steht, kommt er auch wieder zurück. Ohne einen einzigen blauen Fleck, alle Originalgliedmaßen und seiner eigenen Haut. Alexander zögert ein wenig und denkt nach. Ganz zu schweigen von seinen Knochen. Wieder zögert Alexander etwas und antwortet dann. Verbrennungen. Unbeschadet! Euch ist schon bewusst, dass ich euch hören kann und durchaus wehrhaft bin, wenn es drauf ankommt. Sieh es als Exkursion an, Sam. Wieder zögert Alexander etwas. Ich würde mich ja selbst anbieten, aber Alexander bevorzugt eher tatkräftige Unterstützung. Vor allem schweigsame. Nova wendet sich Sam zu. Sam, du kannst bei dieser Gelegenheit gleich unseren Schlüssel und unser Alarmsystem bei Alex vom Server löschen. Ach, Alex, du bist so witzig! Server. Wie gesagt, er kann mir ja was beibringen und dann kann ich die Anlage selbst reparieren, wenn was dran ist. Sehr gute Einstellung, Sam. Also, Mr. Heretic, kommen wir ins Geschäft? Heretic. Und ja... 400 Drohne im Voraus, 1300 Drohne im Anschluss, Sam für eine Woche, unbeschadet zurück, ein Coupon für einmal Mittagstisch bei Mr. Chow und beliebig viele Alkoholiker auf deine Kosten. Alex,
eine 50 war vereinbart. Und im Übrigen, sollte der Auftrag misslingen, bekomme ich von dir 1300 Throne. Meine letzten beiden Aussagen waren 400. Du hast nicht widersprochen. Das Erfolgsrisiko liegt bei dir. Du willst da rein, ich öffne nur die Tür. 350. Und beim Misserfolg darfst du mir Dämon versiegeln. Nova überlegte den letzten Satz sehr gut. 350 Throne im Voraus, 1300 Throne im Anschluss, Sam für eine Woche unbeschadet zurück, ein Coupon für einmal Mittagstisch bei Mr. Joe und beliebig viele Alkoholiker auf deine Kosten. Und beim Misserfolg darf ich deinen Mund versiegeln. Ich sehe da dicke Nadeln und Lederriemen. Nova reicht Alex die Hand und dieser schlägt ein. Großartig. Da wir die vertraglichen Aspekte nun mehr geregelt haben, werde ich dich informieren, sobald der Auftrag beginnt. So in 2 Jahren, denke ich. Weißt ja, wo du mich findest. Alexander macht sich bei diesen Worten auf, das Quartier zu verlassen. Bye bye. Siehst du, Sam, es ist ganz einfach, mit Alex zu reden. Da der Auftrag keinen festen Zeitpunkt voraussetzt, kann der Auftrag auch eventuell erst in 3 oder 4 Jahren ausgeführt werden. Stein hat Alex uns so unendlich gern, dass er diesen Auftrag komplett vergessen hat. Alexander steckt noch einmal den Kopf durch die Tür herein. Sollte der Auftrag erst in über einem halben Jahr erfolgen, behalte ich mir nach Verhandlungen vor. Danach dreht er sich rum und geht wieder. Ich glaube, er ritzt sich den Auftrag gerade in den Unterarm oder so. Alexander erwidert im Davongehen. Dein Mund, der versiegelt wird. Aber erst, wenn ich dich dafür beauftrage und wenn es ein Misserfolg wird. Halt! Moment! Komm sofort zurück! Wir müssen nachverhandeln! Der Misserfolg hängt von der gesamten Mission ab! Das Gurgeln von Alexanders Gasmaske verhallt langsam am Ende des Ganges. Und nicht von deinem Versagen! Sam, wir müssen umziehen. Sofort! In eine andere Makropole! Sag mal, Nova, warum hat sich Alexander eigentlich noch keinen Respirator gebaut? Die sind doch viel praktischer. Vielleicht will er seine wahre Identität geheim halten. Oder er ist eigentlich ein Adeliger mit einem komischen Fetisch. Meinst du? Wieso sollte man ein Leben im Luxus für das hier aufgeben? Wobei, das mit dem Fetisch ging mir auch schon durch den Kopf. Naja, vielleicht sehen wir ihn deshalb ab und zu länger nicht, weil er kurz nach Hause geht. Oder sein Gesicht ist furchtbar entstellt. Ach Sam, deine Überlegung beunruhigt mich. Wenn er tatsächlich ein Adliger ist, könnten wir ihn eventuell an Eldritch verkaufen. Oder an Xi Ying Yang Wang. Entschuldigung, naja, war nur so ein Gedanke. Das mit dem Gesicht ist auch viel realistischer. Deine Theorie klingt aber auch nicht schlecht. Fakt ist, er ist zu kryptisch. Wir wissen nahezu nichts über ihn. Diese Ungewissheit macht mich leicht nervös. Dich etwa nicht? Eigentlich nicht. Er ist ein Profi, über die weiß man nie was. Das ist so ein Männerding, oder? Er ist Profi, ihm muss man vertrauen. Was ist, wenn er ein Profi-Kopfgeldjäger ist? Ich habe doch eben schon gesagt, dass ich ihm nicht blind vertrauen würde. Noch weniger würde ich ihm vertrauen, wenn er sich für Aufträge wie unsere rekrutieren lässt und überall rum erzählt, wer er ist. Er erzählt überall herum, wer er ist? Na, eben nicht. Sam, reden würde ich jetzt nicht gerade zu seinen Stärken zählen. Grunzen ja. Da hast du wohl recht. Und ich bin mir sicher, dass er in 90 verschiedenen Dialekten grunzen kann. Und vermutlich stirb ebenfalls. So wie, dein Arm gefällt mir, den nehme ich mit. Ich habe Alex gerade friedlich grunzend wild auf seinem Datapad ein Memo eintippen sehen, gehen sehen. Was habt ihr gemacht? Und hoffentlich nicht aus der Gruppenkasse. Wenn ihr das nochmal gemacht habt, teilen wir die Kasse in 3 Teile und jeder verwaltet nur noch seine eigene Drohne. Ich plane irgendwann von dem Planeten runterzukommen. Das geht nicht, wenn ihr ständig alles ausgibt. Dabei gucke ich übrigens nur Nova an. Hör mir bitte gefälligst zu, kleine Schwester, und guck mich wieder weg. Was war das eben? Keine Sorge, Corneus, noch haben keine Drohne den Besitzer gewechselt. Wir beide aber gefühlt irgendwie schon. Puh, habt ihr gut gemacht. Kopftätschel. Moment, hä? Wie meinst du das, wir beide? Nova baut uns viel zu freigebig in ihre Verhandlungen ein. Da sollten wir aufpassen, sonst werden wir demnächst wirklich verkauft. Nova, Schätzchen, bitte lass das.
Wenn du mich an eine heiße Frau anbietest und ich darauf einsteige, ist das gut. Wenn wir jemanden killen sollen und Samuel das macht, dann ist das auch gut. Aber hör auf, uns, deine Familie, die Drohne zu behandeln und mit in den Verhandlungen zu verwenden. Du bist eine Zwingelspiel, meine kleine Schwester, und wir machen das nicht mit Mafia von Familie oder Freunden. Wortlos gehen alle ins Bett. Am nächsten Morgen ist das Thema jedoch noch nicht beendet. Guten Morgen, ihr Lieben! Cornelius! Ich habe die ganze Nacht über deine Worte nachgedacht und du hast recht. Euch so zu verscherbeln ist falsch gewesen. Ich wollte doch nur herausfinden, inwieweit wir Alexander trauen können und dachte, dass es gut ist, wenn einer von uns mal ein paar Tage bei ihm ist. Wer, wenn nicht du, wüsste am besten, dass ein Einbruch bei den Kryn ein selbst ausgesprochenes Todesurteil ist. Außerdem ist die Gefahr, entdeckt zu werden, viel zu groß. Wir wissen jetzt aber auch, dass Alexander für die entsprechende Summe alles macht. Was mich zwar beunruhigt, aber auch eine Gewissheit gibt. Mein erster Gedanke war tatsächlich, dass einer von uns Alex ein bisschen abcheckt. Wir wissen ja nahezu gar nichts von ihm. Aber ich will euch auch nicht dauernd irgendwem andrehen. Dafür mag ich euch zu sehr. Wir wagen den Sprung durch die Feuerringe und die fliegenden Kreissägen. Das wird schon werden. Aber ich bin froh, dass du eingesehen hast, uns nicht wieder wie dein Eigentum zu behandeln. Geh rüber zu den Ringen und fang mit Klimmzügen an. So, meine Lieben, was machen wir mit unserem neuen Tag? Und Nova Herzchen, du hast es noch gar nicht erzählt, wo du gestern alleine warst. Wir waren sehr besorgt um dich. Dein Essen ist kalt geworden. Sag uns doch bitte wenigstens, wo du hingehst. Soweit zum Interlude nach der ersten Folge. Hiernach geht es weiter mit der zweiten. Viel Spaß beim Hören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder bei Diener des Wandels.